Prinz Friedrich von Homburg, ein Schauspiel von Heinrich von Kleist. Einrichtung für den Funk und Regie Otto Kurt. Ferbelin. Ein Garten im altfranzösischen Stil. Im Hintergrunde ein Schloss, von welchem eine Rampe herabführt. Es ist Nacht. Der Prinz von Homburg sitzt mit bloßem Haupt und offener Brust, halb wachend, halb schlafend, unter einer Eiche und windet sich einen Kranz. Der Kurfürst, seine Gemahlin, Prinzessin Natalie, der Graf von Hohenzollern, Rittmeister Golz und andere treten heimlich aus dem Schloss und schauen vom Geländer der Rampe auf ihn nieder. Pagen mit Fackeln. Der Prinz von Homburg, unser tapferer Vetter, der an der Reiterspitze seit 3 Tagen den flüchtigen Schweden munter nachgesetzt und sich erst heute wieder atemlos im Hauptquartier zu Ferbelin gezeigt. Befehl ward ihm von dir, hier länger nicht als nur 3 Fütterungsstunden zu verweilen und gleich dem Wrangel wiederum entgegen, der sich am Rhön versucht hat einzuschanzen, bis an die Hackelberge vorzurücken? So ist's. Die Chefs nun sämtlicher Schwadronen zum Aufbruch aus der Stadt, dem Plan gemäß, Glock 10 zur Nacht gemessen instruiert, wirft er erschöpft gleich einem Jagdhund lechzend sich auf das Stroh, um für die Schlacht, die uns bevor beim Strahl des Morgens steht, ein wenig...